Hallo und willkommen zurück zu Tacket Classic. Hallo. Ach, du bist heute auch wieder dabei. Es ist ja der Ja. Wahnsinn. Man könnte fast meinen, du Natürlich. gehörst schon zum Kanal. Ja, aber nur fast. So, wir haben jetzt vier Solarpanel. Ich meine, wie käme man da drauf? Schon. So wenig wie du immer machst. Ja. Und sieh allein dein Binding of Isaac Let's Play, da kommt ja gar nichts mehr. Danke, dass du es nochmal erwähnst. Immer gern. Kommt da eigentlich jemals wieder was? Vielleicht. Vielleicht übermorgen. Vielleicht aber auch erst 3 Jahren. Wer Vielleicht ja auch weiß. einfach ganz spontan. Heute? Oder morgen? Oder gestern? Wer weiß? Ich nicht. Aber gut. Kann man nichts machen. Was mache ich hier eigentlich gerade? Du warst dabei, noch ein Solarpanel zu bauen. Richtig, dann schmeiße ich mal einfach ein halbes Deck. Eisen in den Macerator. Und du mögest bitte schnell kommen ins Bett. Ich suche gerade Tintenfische. Wir können auch nicht so. Bin gerade so ein gewisses Stück weg. Oh, das ist ja geil. Nur kann ich so nicht arbeiten. Ja, ich weiß. Verdammter Mist. Naja, gut. Dann komme ich. Nee, chill, wir haben noch 13.000 EU in unserer Bedbox. Ach so. Also noch geht es. Wir uns einfach instant mal auf Solat stürzen und nicht erst irgendwie auf. Wind- und Wassermühlen. Oder Nuklearreaktoren. Genau, weil wir auch schon so viel Kupfer haben, die ganzen Reaktoren zu bauen. Ja, Logo, du brauchst ja nur den einen Reaktor. Ja, trotzdem, du brauchst auch für den einen ganz schön viel Kupfer. Watermill. Voll behindert. Können uns auch einfach so einen gigantischen Wasserturm machen, wie Sips das im Megaprojekt hat. Einfach so Kilometer hoch. Und ganz oben drauf dann Windkraftwerke. Genau. Das ist einfach zu cool. So. Dann bin ich jetzt offiziell mal dabei, das nächste Solarpanel zu bauen. Offiziell, inoffiziell. Ich weiß auch nicht, warum ich zu faul bin, einfach mal eine Menge Tin durchzumeseraten. Aber es machtet einfach nicht. Stattdessen könnte ich mal Sticky Resin hier verarbeiten. So, Rubber. Wir brauchen übrigens wieder ganz normales, also stückweit normal isoliertes Kupfer, abgesehen von den Circuits. Good job. What the fuck? Ich war gerade an der Turtle gestanden. Ich hoffe, die ist noch da. Ich hoffe, der Creeper hat die nicht auch hochgejagt. Was ein Ja, Bastard. unseren Günther. Der arme Günther.
habe ich rein zufällig hier eine RE-Battery bekommen. Die habe ich rein zufällig gerade gebaut. Wie komme ich nur dazu? Tippst du jetzt schon wieder? Ich habe die Turtle gerade nochmal losgeschickt. Weil die irgendwie nach sehr kurzer Zeit einfach wieder zurückgekommen ist. Cooles Viech. Die mag ich. Hey Spinne, komm her und ich schlag dich. Ich hab dich gewarnt. Kannst du bestimmt ermuntern herzukommen. Pisser. So, jetzt müssen wir aber echt mal wieder ins Bett, weil jetzt ist hier die Nebu aufgebraucht. Ich schaue nur gerade, ob ich hier noch irgendwo mein Zeug rumflackt hab. Okay. Aber sieht nicht so aus. Ich glaube, ich habe alles. Das eine Rubber, Alter. Dann ab ins Bett mit dir. Ja, sieht so aus, als hätte ich alles. Gut. Läuft bei uns wieder mal. So. Bist du dann da? Ja, ich schwimme hier gerade noch hoch. Was musst du denn jetzt schwimmen? Ja, aus der Schlucht raus. Ach so. Wusste ich ja nicht. Deswegen sage ich's ja. Gut. Hab's aber gleich. Okay. Ach komm! Was? Arschlochspinne, die hat mich wieder reingeschmissen. Oh Gott. Schwimm ich halt noch, Mann. Jetzt ist die Spinne runtergefallen. Auch geil. Tja, passiert alles, alles. Alles, obwohl man es nie will. Bisschen Zombie. Klar. Ich könnte jetzt natürlich zurückschreiben, aber dann würde ich ja nur noch länger brauchen. Ja, ich bin witzig. Mhm, total. Solltest es halt so machen, dass man es nicht hört, während du Videos tippst. Das ist aber schade. Kann ich ja nicht weiterarbeiten. Zombie, den muss ich kloppen und das Skelett hat mich erschossen und bla. Aber der Zombie hat den Kill gekriegt. Ja. Wie in COD, es kriegen immer die anderen die Kills als die, die sie eigentlich verdient haben. So, darf ich jetzt endlich mal... Ja, ich darf. Hallo Schaf. Das Psycho-Schaf, Alter. Es kam gerade mit dem übelsten Psycho-Blick hier in mein Zimmer. Zu cool. Kann man schon mal machen. Ja, kann man aber auch lassen. Am Arsch. So, jetzt noch kurz ein schwarzes Schaf machen. Voll das schwarze Schaf. Ja. Opfer. Nein, wir haben nichts gegen Opfer. Naja, es sind halt Opfer. Ich glaube, mit dem nächsten Solarpanel stelle ich dann sicher, dass wir beide Maschinen gleichzeitig verwenden können. Kann ja sein, ist ja gut. Ja, läuft bei uns wieder mal. Immer noch. Ja. Immer noch. So, jetzt lade ich mal meine Wrench auf. Das ist natürlich auch das Geilste. Ach nee, die Wrench zieht ja einfach die gesamte Power. Das ist ja assig. Ja. Voll die unsoziale Wrench. Ich dachte, ich könnte sie gleichzeitig aufladen. Mit dem Überschuss. Ja, nee. Das wäre halt geil. Was bringt eigentlich ein Water Strainer? Ich glaube, das ist die verbesserte Variante von der Watermill. Aha. Also einfach nur ein bisschen mehr Strom. Ist aber trotzdem wahrscheinlich kaum was. Ich finde, das probieren wir mal auf Dauer aus.
Wir haben inzwischen zu viele Schafe, glaube ich. Genau, du schiebst mich hier einfach rum. Ja. Packspast. Backkast. Das heißt, ich schmelze jetzt weiter. Eisen. Voll die interessante Folge bei mir wieder mal. Warum? Willst du ihn da nicht haben? Warum ist Wolle bei den diversen Blöcken? So, wir haben jetzt hier einen modischen Gegenstand immerhin. Verziere jetzt dein Gelände. Ich habe das Eisen gerade rausgenommen. Ich weiß, ich wollte nur wissen, ob du was anderes reingetan hast. Nein. So. Jetzt sieht dein Haus schon wunderschön aus. Ja, natürlich. Muss es ja auch. Stimmt, ich habe ja schließlich das Design erfunden. Der Water Strain, Alter. Dafür brauchen wir einen Tank und eine Iron Waterproof Pipe. Hei, hei, hei. Ja gut, okay. Du hast gerade das Eisen hier drin. Was? Du hast gerade das Eisen da drin. Wo drin? Ach so, im Macerator, ja. Ich wollte nämlich gerade noch die drei verbliebenen Solarpanel machen und dann einen LV draus craften. Genau, das habe ich gerade auch vor. Ach so. Ja, ich mache das Glas. Okay. Mach du's Glas. Warte mal, haben wir noch Rubber? Wir brauchen 24 normales Eisen. Allein für die Öfen. Warte mal, wie viel Rubber brauchen wir denn? Gruppen 12. Ich bin jetzt bei 23, heißt ich brauche noch eins. Ein Rubber oder was? Nein, nein, ein Eisen. Ein ganz normales. 12 dafür, noch eins für die, also 13 pro Panel, 39 insgesamt. So, wir haben drei Iron Furnace. Schön. Das Rubber, was du brauchst, ist gerade im Ofen. Ich hab's gesehen. Boink, boink. Wir könnten auch einfach einen Jump'n'Run durch unser Haus bauen. Da haben wir immer was zu tun. Auch. Hast du nicht gerade ernsthaft die Iron Furnaces aus jeweils 8 Eisen gemacht? Ja. Schlecht. Ich kann's. Wir haben sowieso unendlich Eisen. Ja. Und ich habe vergessen, dass man das auch anders machen kann. Passiert. Passiert. Haben wir noch? Ja, wir haben sogar noch Tin. Geil. Geilo. Wir haben über einen Stack Tin, Alter. Ja, ich weiß. Warte, wir brauchen 9 Eisen und dann nochmal 6 Eisen. Heißt, wir brauchen 15 Eisen. Und wir haben 8. Wir haben 11. Brauchen noch 4. Zwei. Boink. Blub. What the fuck? Das viel, hat viel zu niedriger EMC, als dass das was bringen würde. Ist doch egal. Wir haben's ja. 1. Stimmt, da fällt mir ein, ich wollte ja noch einen 2. Koppelgenerator bauen, einfach aus Spaß.
den da mit einem Blockbreaker und dann das Cobblestone auch automatisch da rein. Ganz genau. Geilo. Ich gehe mal kurz die entsprechenden Körperflüssigkeiten einsammeln. Hä? Das reicht für einen Solarpanel. Ich glaube, wir haben aktuell noch nicht genug Kupfer. Nee, Kupfer habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Vor allem, weil der Maserator ja gerade blockiert war. Immer noch ist. Geilo, aber die Folge ist auch schon vorbei und ob und wie wir dann die restlichen Solarpanels bauen, seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.